Also ja, ich muss mir echt noch überlegen, ob ich wieder auf Schild gehe. Also auf Schild und Schwert. Vielleicht was Besseres als das antike Schwert, aber die Breitklingenschwerter, die taugen nichts. Die sind ja langsamer und machen weniger Schaden. Ja, mal gucken. So, das heißt, wir gehen wieder zum Zwergenmonument im Wintertal. Und machen uns auf den Weg zum Portal. Das Mosaik fassen wir nämlich auch erstmal noch nicht an. Das können wir so machen, wenn wir Level 20, 22 rum haben. Warum auch immer der Baum beleuchtet wird. Und ja, Fastholm. Wir haben die 9er Rune. Das erleichtert uns das Ganze ein bisschen wenigstens. Ich hätte jetzt tatsächlich noch Offscreen Power Gaming machen können, da in dem... Ja, in dem Tal, bei den Gruften, aber ich denke nicht, dass das jetzt so notwendig ist. Ich meine, wir haben jetzt an zwei Stellen Power Gaming betrieben, wir brauchen noch 13 Level. Haben noch ein gutes Stück vor uns. Vielleicht hole ich in dem Tal ja nach Fastholm noch ein Level oder je nachdem, wie viel fehlt. Gucken wir mal. Ich habe Erfahrungspunkte erhalten. Wow. Ja, die Runen bringen uns nur noch nichts. Wir haben Gebäude gekriegt gleich von Anfang an. Wo finde ich Windjalf, den Schmied? Windjalf? Ha! Windjalf ist fort. Und wir werden es auch bald sein. Das Beben im Eis hat alte Kammern geöffnet. Und alte Gräber. Totgeglaubte Feinde kommen wieder ans Tageslicht. Gork, ein untoter Riese aus der alten Welt, ist jetzt wieder frei. Und hat Windjalf gefangen. Im Osten foltert er ihn in seiner Höhle. Währenddessen strömen seine Schergen gegen unsere Welle. Mein König, ein neuer Angriff beginnt! Steht nicht da wie angewurzelt, Runenkrieger! Ruft eure Truppen herbei und verteidigt die Stadt! Bedient euch unserer Gebäude! Verstärkt unsere Verteidigung! Ja. Deswegen ist es gut, dass wir gleich haben wir sogar ein großes Haupthaus, mittleres Haupthaus, kleines, nee, ein großes sehe ich jetzt nicht. Außer vielleicht hier unten? Nein, das ist ein mittleres.
Steinbruch. Achso, da sind Steine. Okay, gucken wir mal, was noch in den Thronen hier so ist. Oh, Waffen. Zone der Heilung. Das nenne ich mal nett. Dauert allerdings noch ein paar Level. Sogar da abgelegen ist eine Schweinezucht. Okay. Die Schweinezucht ist... Wohnzimmer. Sie kommen! Zu den Wellen! Zu den Wellen! So, was habe ich hier noch? Eine Schmelze, eine Schweinezucht. Und eine Mine. Und ein Schmied. Also 3, 5, 8. Wie gerade frage ich sie nirgends. Nahrungslager. Rüstung, okay. Oh, das hier sieht nicht so schön aus. Dass da eine Chaosklinge kommt, finde ich jetzt auch nicht so toll. Was steht an? Was wollt ihr? Und los! Prügel mal auf den einen und halt den in der Nähe. Lasst uns anfangen. Wir haben Lenny in Ruhe arbeiten. Jawohl. Jawohl. Ich höre Kinderspiel. Dir werde ich zeigen. Ich höre.
Das wird euch nichts nützen. Wir werden angegriffen. Also ja, was sagt der Questlog? Fastommy wird angegriffen und König Ragnar hat euch aufgefordert, an der Verteidigung teilzunehmen. Ruft Arbeiter bei und benutzt die Gebäude Fastholms. Schickt so schnell wie möglich Truppen zum Vorposten am Fuße der Steinrampe. Ja, das haben wir auch vor. Hauptsächlich Verteidiger, aber bevor wir Verteidiger rufen... werden die erstmal ein bisschen... verbessert. So, jetzt Verteidiger. Na, das andere Problem, was ich habe, ist da oben der kleine Vorposten. Das Gebäude ist fertig. Der Preis wird hoch sein, mein König. Zehn der Ihren für einen von uns. Die Linien müssen halten. Wir werden angegriffen. Oh, da wäre ein Nahrungslager gewesen. Ha, habe ich total übersehen. Geht es los? Marschieren los! Geht es los? Endlich wieder kämpfen! Oh, ein Skelett-Hirnfresser. Asche-Skelett schlechter mal wieder. Nur zu! Vorwärts, Zwerge! Marschieren los! Endlich wieder kämpfen! Da kommt wieder eine Chaosklinge, um die ich mich kümmern muss. Hier bin ich! Vorwärts, Zwerge! Auf geht's! Eine Einheit wurde aufgewertet.
Hier wäre noch Mondsilber zum Abbauen. Wie viel Mondsilber habt ihr eigentlich hier zum Abbauen? Hier ist ein kleiner Fitzel. Hier. Ach, hier ist recht gut Mondsilber. Linien müssen halten!